Swing, die berühmteste Variation vom Jazz, hat ihren Ursprung in den goldenen 20er Jahren. Vom legendären New Yorker Savoy Ballroom schwappte der Funke schnell über ins vergnügungssüchtige Berlin. Es wurde lange geswingt, es wird immer noch geswingt und man kann sogar sagen, es wird wieder geswingt. Und deswegen kümmern wir von Kurz vor Fünf uns heute um diese Tanzsportart. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir melden uns heute aus Kreuzberg, aus der Tanzschule B-Swingt in der Ritterstraße. Hier wird fleißig trainiert, wie Sie sehen, hinter mir. Und Claire Chen trainiert hier, tanzt hier und unterrichtet hier auch. Was mögen Sie denn so sehr am Swing? Ich liebe die Musik. Es ist sehr fröhlich. Und die Menschen, die hier tanzen, mitmachen, sind auch sehr kindlich geblieben. Und ich würde sagen, ich auch. Deswegen passt es total zu mir. Also der Spaß, der transportiert sich hier definitiv im Training. Ist es denn schwer zu lernen? Also braucht man Vorkenntnisse? Nein, eigentlich nicht. Wie alle anderen Tänzer, es gibt Grundschritte, die man schnell lernen kann. Und ein paar Figuren lernt man im Grundkurs schon. Aber was toll ist, wir sagen immer, es gibt keine Fehler, sondern man macht das. Und Hauptsache, man versteht sich und kann immer improvisieren, vom Fehler daraus neue Figuren entwickeln. Das ist das Beste eigentlich. Muss man sich besonders gut mit seinem Partner verstehen? Also ist das so, dass hier immer nur Paare hinkommen oder kann man auch als Single hier das Tanzen lernen? Nee, eigentlich alles. Es ist sehr gemischt. Man muss nicht als Paar anmelden, weil das ist ein Social Dance aus Amerika. Man tanzt maximal 2 oder 3 Lieder miteinander an dem Abend und dann wechselt man. Hauptsache, man lernt anderen kennen und hat Spaß dann dabei. Geht also auch hier um das Gruppenerlebnis. Das merkt man ja definitiv beim Training. Claire, ich würde es gerne mal probieren, den ersten Grundschritt zumindest. Erklären Sie mir bitte mal. Wir haben zum Beispiel hier Charleston gemacht, weil Lindy Hop hat 3 verschiedene Basics, aber eine davon ist Lindy Charleston. Was wir hier machen, zeige ich dir auch. Wir fangen als Dame mit rechten Fuß an, nach hinten, einen abstoßenden Schritt zurück. Rock Step heißt das, das ist 1-2, 1-2 und kicken wir mit dem freien Bein rechts und drauf. Wir bewegen uns nach vorne, das ist schon wie Swing, nach vorne bewegen und jetzt kicken wir mit linkem Fuß. Und einmal zurückholen und Kick nach hinten und drauf. Ja? Das ist 1 bis 8, also komplett würde dann Rock, Step, Kick, drauf, Kick, Hold, Kick, drauf. Ja, das ist schon sehr gut. Sehr gut, hat geklappt. Aber ich muss noch ein bisschen üben. Und deshalb lassen wir uns lieber mal von Claire gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Dan zeigen, wie man Swing so richtig lernt. Wir bewegen uns wie ein Swing, zuerst nach hinten und dann wieder nach vorne und wieder zurück. Deswegen heißt der Tanz auch Swing. Und das ist immer mit kleinen Hops dazwischen. So die ganze Zeit am Hop, 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 Hop. Und dann kann man auch eine erste Figur machen. Das wäre dann Hand-to-Hand-Charleston. Schon eine kleine Variation, Anfang so. Wir behalten unsere Kicks und hin und her kicken. Oder wir können auch versetzt kicken. Seine zweite Variation davon. Wir kicken trotzdem weiter. Es gibt eine dritte Variation mit Drehungen. Genau. Oder und wieder zum ersten Schritt. Wir haben noch einen Tandem Charleston, dass die Damen vor den Herren steht. Am Anfang mit einer kleinen Drehung. Eine sehr lustige Figur, die auch sehr oft getanzt wird. Genau. Ausgang. Und wieder zurück zu Side-by-Side-Charleston. Das ist unser Grundschritt wieder. Ja. Und so geht das weiter. Gut. Damit das so gut aussieht wie bei Claire und Dan, muss man natürlich eine ganze Weile üben. Aber auch schon Carsten und Ines können das richtig gut mit dem Swing. Wie lange tanzen Sie schon? 2 Jahre ungefähr. Ines, Sie? 1,5 Jahre ungefähr. Und wie sind Sie zum Swing gekommen? Warum Swing? Ich war auf einem Konzert von einer kleinen Band hier in Berlin und alle haben getanzt, nur ich nicht. Und da habe ich gesagt, ich muss das auch können. Weil es war so ein Spaß, wie die Leute da getanzt haben und da war ich einfach neidisch und wollte es auch lernen. Das vermittelt sich hier auch sofort, wenn man Ihnen beim Training zuguckt, dass das richtig Spaß machen muss. Ist es für Sie schwer gewesen zu lernen? Naja, am Anfang war es schon schwer, aber es hat von Anfang an eigentlich Spaß gemacht. Also was am Anfang ein bisschen schwierig ist, ist, dass man denkt, alle können schon viel mehr als man selber, wenn man tanzen geht. Aber
der Tanz an sich ist eigentlich nicht schwer zu lernen. So den Grundschritt lernt man ziemlich schnell. Und was muss man mitbringen, wenn jetzt unser Zuschauer vielleicht sagt, das probiere ich mal aus? Eigentlich nur ein paar Turnschuhe und Spaß an der Musik und an dem Tanzen. Dann Ines und Carsten, vielen Dank und viel Spaß weiterhin beim Swing-Tanzen. Und liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind, es gibt ganz sicher auch in Ihrer Nähe eine Tanzschule, in der man Swing lernen kann. Ein Trend mit Geschichte. Auch wenn es ein wenig ungelenk aussieht, hier ist Feuer drin. Diese Tanzschritte folgen einem Plan. Die Mischung aus Kostümball und Tanz ist beliebt. In Brandenburg bieten Tanzschulen in Cottbus, Potsdam und Brandenburg an der Havel Kurse an. In Berlin swingt man auch im Verein beim Rock'n'Roll-Club Spreeathen. Und in fast allen Innenstadtbezirken gibt es regelmäßig Swing-Partys, wie zum Beispiel in Klärchens Ballhaus und im Admiralspalast. Mit wenigen Schritten lässt sich beim Swing schnell etwas anfangen. Auch bei Fehlern kann man anders als beim Tango einfach weiter tanzen. Viermal im Jahr steigt im Berliner Admiralspalast die größte Swing-Party der Republik. Fast 1500 Menschen bewegen sich hier zu Musik aus den 20er Jahren. Im Festsaal Kreuzberg tanzen die Menschen regelmäßig zu Elektro-Swing. Und vorher gibt es kostenlose Tanzkurse. Ist schon sehr anstrengend, aber es macht Spaß. Da wir ja hier noch zur Party nachher wollen, dachten wir, es wäre ein ganz guter Einstieg. Mit den 20er Jahren hat es in der Nacht dann wenig zu tun. Die Bewegungen sind immer noch unorthodox. Die Musik wummert allerdings elektronisch. Halten wir fest, Swing macht richtig Spaß. Man braucht eigentlich nur ein paar Turnschuhe, denn einen Tanzpartner findet man auch ganz einfach in der Tanzschule um die Ecke. Also einfach mal ausprobieren. Wir verabschieden uns für heute aus Kreuzberg und haben noch einen Tipp für Sie. Falls Ihnen Tanzen einfach ein bisschen zu wuselig, zu laut ist, dann können Sie auch einfach nur geradeaus laufen. Und zwar am 28. April beim 10. RBB-Lauf in Potsdam. Alleine trainieren oder im Team, das ist auch beim Potsdamer Laufclub ein Thema. Der Verein plädiert für gemeinsames Training, aber... Alles beide hat Vor- und Nachteile. In der Gruppe das Laufen hat eine gewisse Dynamik, macht Spaß. Wenn man mal einen schlechten Tag hat, wird man auch in der Gruppe aufgefangen. Der Nachteil, die Gruppe läuft nicht immer das Tempo, das man vielleicht selber laufen will, zu schnell oder zu langsam. Gerade in einer Truppe mit jungen und älteren Läufern kann das schwierig sein. Gute Abstimmung ist da wichtig. Man braucht in der Gruppe eine klare Vorgabe fürs Tempo. Einen, der dann auch dieses Tempo gefühlt gut laufen kann. Und nach dem muss sich dann die Gruppe richten. Beim Alleinelaufen ist man konzentrierter. Es motiviert aber auch niemand bei einsamen Runden. Doch für den Anfang hilft es. Gewisse Tempoläufe kann man alleine machen, um sein eigenes Tempo vor allen Dingen zu finden und zu laufen. Und wenn man das hat, dann steht eins im Vordergrund. Na klar, der Spaß. Ich würde auf die Gruppe nie verzichten, weil es letztendlich mehr Spaß macht in der Gruppe. Und natürlich, man Fehler, die man selber macht im Stil, in der Bewegung, natürlich nur durch einen anderen gesehen wird. Nächste Woche geht es um Technik und Equipment. Was hilft und nützt, um besser zu werden.